Johannes Vogtmann ist einer der besten deutschen Spieler aktuell und er spielt nicht umsonst für das Euroleague Top Team von CSKA Moskau. Er hat sich die Zeit genommen, um mit mir in Real Talk zu sprechen. Darauf freue ich mich sehr. Er spricht über Karriereentscheidungen, die Nationalmannschaft und was bei CSKA Moskau in der Kabine so besprochen wird. Bleibt dran, hier ist Joe Vogtmann. Servus, hi. Joe, Real Talk, aktuell seid ihr mit CSKA Moskau Zweiter in der Euroleague-Tabelle. Spielst du im vom Potenzial her besten Basketballteam Europas? Ja. Also, ja, auf jeden Fall eines der besten. Also, ich glaube, da gibt es mit den beiden Spanischen, mit Real und Barca, die sind auch vom Finanziellen und vom ganzen Surrounding sind die schon auch mit da anzusiedeln. Aber Moskau ist natürlich eine der Top-Adressen. Musst du dich manchmal so ein bisschen kneifen, dass du sagst, ey, ich spiele bei Europas bestem Club aktuell? Oder kannst du es nach 2 Jahren jetzt mittlerweile ja, schon glauben und glaube, es ist Alltag für dich? Ich glaube, nach 1,5 Jahren hat man das dann irgendwann kapiert. Im ersten Jahr war es schon so, dass du dann schon erstmal schlucken musstest. Du spielst gerade bei Moskau und vor 5, 6, 7 Jahren hast du vielleicht davon geredet mit irgendjemandem, dass du in einem Top-Team in Europa spielen willst, und jetzt ist es Realität geworden. Du lebst in Moskau seit 2 Jahren oder seit 1,5 Jahren, wie du gesagt hast. Wie ist so das Leben im Alltag? Wie kommst du mit der Sprache zurecht? Ja, mit der Sprache komme ich gar nicht zurecht. Also, wir haben letztes Jahr, bevor die Saison unterbrochen wurde, haben wir angefangen, Russisch Unterricht zu nehmen, meine Frau und ich. Und das ist dann aber jäh unterbrochen worden und ist auch nicht wieder aufgenommen worden bis jetzt. Ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, was uns zur Zukunft bringt, ob wir das dann nochmal auffrischen oder intensivieren oder wie auch immer. Aber im Moment ist das so ein bisschen auf Eis gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sonst, der Alltag ist anders als in Vitoria jetzt, meiner vorherigen Station. Es ist eine Weltstadt, viele, viele Leute, du kannst super viel machen, jetzt gerade ein bisschen eingeschränkt her, aber ja, das ist halt komplett anders, als wir es gewohnt waren, aber uns gefällt das super gut. Kommst du mit Englisch gut durch, so im Alltag, wenn du ins Restaurant gehst, einkaufen gehst? Ja, in den meisten Restaurants geht das schon, sonst im Alltag ist schwierig, also Die Russen sprechen sehr, sehr schlecht Englisch. Noch schlechter als die Spanier. Und dann da wird schon echt ein bisschen eng. Aber aufgrund der modernen Technik kriegt man das dann doch immer irgendwie gebacken. Google Übersetzer lässt grüßen wahrscheinlich. Wie weit wohnst du vom Trainingsgelände weg? Ist ja auch nicht ganz belanglos in so einer Millionenstadt. Das ist alles hier in unserem Umkreis. Wir leben, glaube ich, es kommt drauf an, ohne Verkehr 5 Minuten, mit Verkehr auch mal 5, 10 Minuten. Ja, aber sonst ist alles um die Ecke. Wir haben hier ein großes Einkaufszentrum, was im Moment ein bisschen gemieden wird aufgrund der aktuellen Situation und der Tatsache, dass die Pandemie in Russland vorüber zu sein scheint. Aber sonst, wie gesagt, alles direkt um die Ecke, Trainingszentrum um die Ecke, ja, alles, was wir brauchen. Und der Verein kümmert sich wahrscheinlich entsprechend auch um euch Spieler, was so Einkaufen und solche Geschichten angeht, oder? Naja, also das machen wir schon selber. Der Verein versucht natürlich Hilfen zu geben, wo immer es geht. Und es gibt auch einige Ansprechpartner, wenn du mal irgendein Problem hast oder so. Aber sonst einkaufen gehen wir natürlich alleine. Okay. Was sind so die größten? Noch nicht. Ja gut, ich meine, es ist, also ich weiß es sogar von Bundesligisten, dass es dort sogar ist, dass sie eine Einkaufsliste schreiben und dann geht jemand einkaufen. Also so weit weg ist es nicht, vor allem wenn du bei so einem Megaclub spielst. Was sind so für dich die größten Unterschiede abseits des Feldes, wenn du auf deine Zeit in Vitoria, Frankfurt, Jena vielleicht auch zurückguckst? Abseits des Feldes, also ich und meine Familie, ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich und meine Familie, wir versuchen uns überall, wo wir waren, haben wir es uns versucht, heimisch zu machen irgendwie und haben versucht, unser Leben irgendwie in die Umstände reinzupressen. Und das
Ist natürlich hier ein bisschen schwieriger mit Kindern und Hund, als es in Vitoria war, wo wir ein Haus hatten mit Garten. Aber es funktioniert irgendwie. Und hier ist es halt so, dass du in einem Apartment wohnst, und der Hund halt, wenn er raus muss, nicht einfach mal die Tür aufgemacht wird in den Garten, sondern du musst halt immer alle Sack und alle aufsatteln und dann in den Park gehen. Aber wie gesagt, wir schaffen das irgendwie. Meine Frau schafft das meiste davon, das irgendwie ja, hinzukriegen. Und das ist manchmal nicht ganz einfach, aber das sind so die Sachen, die wir versuchen. Wir versuchen halt alles relativ konstant zu halten von unserem Leben her. Gerade auch jetzt mit Kindern ist es, glaube ich, wichtig, dass die Kinder nicht zu viel Wechsel die ganze Zeit haben. Und genau, das versuchen wir. Und ja, abseits des Feldes, wie gesagt, Millionenstadt gegen Jena, natürlich kleine Studentenstadt. Frankfurt war auch schon größer, aber mit, glaube ich, 750.000 Einwohnern nicht zu vergleichen mit 15 Millionen. Und ja, da haben wir halt so ein bisschen uns durchgeschlängelt durch die verschiedenen Lebensarten. Was würdest du sagen, so im Durchschnitt, wie viele Tage in der Woche bist du zu Hause, wie viel bist du unterwegs? Ich meine, die russische Liga oder die VTB-Liga, besser gesagt, sprechen wir gleich nochmal drüber, hat ja Vereine all over, also mega krasse, auch weite Strecken für euch zu gehen. Euroleague sowieso, ihr seid eins der östlichsten Teams, müsst immer weit reisen. Wie oft bist du zu Hause? Naja, also wir haben im Schnitt 2 Spiele die Woche und prozentual davon gesehen sind 50% auswärts. Also bin ich im Schnitt einmal die Woche weg. Und das mit Training, Hinflug, Spieltag, Rückflug gehen dann halt 2,5, 3 Tage drauf. Das heißt, ich bin die Hälfte der Zeit grob weg, auf Reisen, sag ich mal. Und dann wir haben jetzt gerade 12 Tage kein Spiel. Wir sind gerade in so einer kleinen Pause. Und da tut das schon mal echt gut. Zeit mit der Familie verbringen, und einfach mal so durchschnaufen. Nicht ins Flugzeug, und einen geregelten Tagesablauf. Und dann, das ist schon mal ganz gut. Mal nicht auf gepackten Koffern sitzen, wahrscheinlich. Genau. Was wird. Der Koffer steht immer bereit und wird nur umgeladen. Nur frische Sachen rein, alte Sachen raus und Genau. weiter. Ja, das kann ich mir gut Genau. vorstellen. Was würdest du sagen, ist on the court anders als in deinen Stationen bisher? Aber das ist schwierig zu sagen, weil du hast verschiedene Trainer gehabt, die verschiedene Philosophien haben. Ich glaube, bei mir war es ja relativ sukzessive Steigerung des Levels. Und das merkst du natürlich dann nicht so genau. Wenn du dich immer steigerst und das Level, auf dem du spielst, sich immer steigert, dann fühlt sich eigentlich immer alles relativ gleich an, obwohl es nicht gleich ist. Also Ja. aber du merkst halt die Unterschiede, dass es sehr viel körperlicher ist und mit der Körperlichkeit einhergeht, dass du auf andere Wege versuchen musst, effektiv zu sein. Und ja, das sind so die Hauptunterschiede. Wenn ich jetzt auf Pro A in Jena über Bundesliga und die kleineren internationalen Wettbewerbe in Frankfurt auf ACB und Euroleague Mittelfeld zu Euroleague Topniveau, das ist dann halt schon, wenn du drauf guckst, ist eine Riesenspanne. Und das muss man vielleicht nochmal ein bisschen genauer reflektieren, was dann am Ende genau anders war. Und im Moment ist es einfach so, dass du versuchst, das Level weiter zu steigern. Wie steigerst du dein Level? Also, wie kann ich es mir vorstellen? Du bist jetzt 28. Natürlich, Erfahrung gewinnt man immer, egal in welcher Station du dann schlussendlich bist. Aber ich meine, wie arbeitest du an deinem Skillset? Wie wirst du noch besser? Das ist meistens im Sommer. Also du hast in der Saison fast keine Zeit oder wenig Zeit, da große Schritte zu machen. In der Saison wird eher an so Sachen gearbeitet wie, jetzt habe ich die letzten 5 Spiele nicht gut getroffen und dann versuche ich intensiv an dem Wurf zu arbeiten, oder
Oder so eine Sachen, aber im Sommer versuchst du halt Sachen zu ändern, versuchst du Gewohnheiten abzulegen und schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute Gewohnheiten dir anzutrainieren. Und ja, das sind so Sachen. Und bei mir spielt sich das viel Spiel beim Wurf ab. Ich glaube, das ist bei mir so das Hauptding. Da hab ich mit meinem Individualtrainer viel dran gearbeitet. Und ja, weil das mich einfach, ich sag mal in Anführungsstrichen, besonders macht für die Größe, die ich habe. Und das war so ein bisschen das, wo wir das Hauptaugenmerk drauf gelegt haben. Und dann sind es halt deine Sachen. Ich will ein Spieler sein, der viele Sachen kann, auch wenn der Wurf vielleicht ein bisschen raussticht. Und ja, das sind die Sachen, wo du halt viel auch, was viel auch ist, du guckst dir Spiele an von dir direkt nach dem Spiel oder am Tag danach und guckst, was du falsch gemacht hast und versuchst die Fehler, die du gemacht hast, ob das jetzt taktisch ist oder technisch oder wie auch immer, die nicht nochmal zu machen. Das ist das Allerwichtigste und das habe ich auch mitgekriegt, dass für die Coaches sehr wichtig ist, dass wenn du einen Fehler machst, ist okay, aber nicht 4, 5, 6, 7 Mal, sondern versuchen, das irgendwann abzustellen. Du wirkst sehr reflektiert, auch bei der Ansicht auf dich selbst. Ist es auch das, was dich dann weiterbringt, am Schluss dir selbst auch einzugestehen, hey, das war ein Fehler, darf ich nicht nochmal machen? Ich glaub, es gibt genug Profis, die einfach sagen, ja, mir egal, was der Coach sagt, ich mache mein Ding, sondern deine Reflektiertheit, ist es auch das, was dich schlussendlich dahin gebracht hat, wo du jetzt bist? Ja, ich glaube, ich kann mich sehr gut selbst einschätzen. Also ich weiß, was ich kann und ich weiß, wo jetzt nicht meine Stärken drin liegen und ich weiß, dass ich bestimmte Sachen einfach mich auf bestimmte in bestimmte Kämpfe gar nicht einlassen muss und ich muss jetzt nicht kein ja, ich bin jetzt kann jetzt nicht am höchsten springen, ich bin nicht der Stärkste und ich weiß halt, was ich zu machen habe, dass ich effektiv sein muss und oder effektiv sein kann und natürlich ist es nicht einfach, sich einen Fehler einzugestehen. Und natürlich hast du auch mal Probleme, wenn du einen Fehler machst und es geht dir dann einfach mal auf den Sack, dass das jetzt passiert ist. Aber zu Hause oder tief in dir drinne weißt du halt, dass es ein Fehler war. Und ich glaube, wenn du das behältst, dann ist es auch gut. Und du übersiehst auch mal was und du bist auch mal völlig anderer Meinung und realisierst vielleicht auch erst 2 Monate später, dass es ein Fehler war. Aber ich glaube, das ist das, was zählt am Ende. Fehler bringen uns dann am Ende am weitesten. Merkst du bei deinen Coaches, dass es einfacher ist, zum Beispiel die Meinung von deinem jetzigen Coach zu akzeptieren, weil er einfach ein Coach von Europa-Ruhm ist, sage ich mal, und bei einem anderen Coach, keine Ahnung, bei einem U18-Coach, wäre es jetzt schwieriger? Merkst du da Unterschiede bei dir Nein. selbst? Also überhaupt nicht. Und zwar, weil ich glaube, dass ich das Spiel Basketball halbwegs verstanden habe. Halbwegs. Auch aufgrund der Trainer, die ich hatte und aufgrund der, ja, also zumindest für mich verstanden habe. Das ist ganz wichtig, weil jeder hat eine andere Meinung. Und für mich ist am wichtigsten ein Coach, ob der jetzt nun Juli-Coach ist oder U18 oder U-Mini oder was auch immer. Wenn ich eine Frage stelle als Spieler und der Trainer kann sie mir beantworten. Und der Trainer, also wenn ich frage, warum machen wir das und warum machen wir das, kann er sie mir beantworten. Und dann ist okay, dann verstehe ich das, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin. Er kann mir sagen, warum wir das machen und dann ist okay. Wenn er aber einfach nur sagt, ja, wir machen wir machen das einfach so. Oder die Verteidigung war jetzt gut, weil der Gegner nicht gescored hat. Wenn ich die Verteidigung aber nächstes Mal mache und mein Gegenspieler heißt Mike James und der trifft halt den Wurf, dann war die Verteidigung immer noch gut, aber er hat halt gescored. Und auf sowas achte ich halt beim Trainer und das für den Trainer auch nicht einfach, weil es dann, also für einen Trainer bin ich nicht einfach, weil ich würde gerne erklärt haben, was jetzt hier läuft. Und das geht Trainern auch manchmal gegen Strich und das ist auch nervig für die, aber es ist halt so. Und aber wenn ich dann verstehe, was gemeint ist, dann ist auch okay mit mir. Also dann bin ich fein. Und dann
dann verstehe ich das, auch wenn ich vielleicht anderer Meinung bin. Und wie gesagt, das ist dann egal, ob das Etudes ist oder der Minicoach. Das macht, spielt keine Rolle. Du bist jetzt natürlich auf einem Level angekommen, wo du mit Leuten zusammenspielst, wie Mike James, wie Etudes als Coach. Macht das für dich einen Unterschied? Merkst du da auch, dass du größere Schritte vorangehst als vielleicht davor? Ja, wie gesagt, also dadurch, dass ich das relativ kontinuierlich aufgebaut habe, habe ich jetzt nie so Riesenschritte. Vielleicht war das der Schritt in die Euroleague in meiner ersten Saison in Baskonia, gleich viel gespielt, war das vielleicht war so ein Riesenschritt. Aber jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt mein fünftes Jahr Euroleague und habe immer kleinere Schritte gemacht. Vielleicht auch mal einen halben Schritt zurück, aber immer, es ging halt, die Kurve zeigt auf jeden Fall immer so ein bisschen nach oben und deshalb hab ich diese Unterschiede gar nicht so wahrgenommen, würde ich vielleicht sagen. Also von außen sieht das dann vielleicht anders aus, aber für mich persönlich habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Wenn du jetzt reflektiert drauf guckst, wie werden verschiedene Situationen gelöst, wie verteidige ich das Pick and Roll hier, wie schnell ist das Spiel, wie schnell ist die oder wie hoch ist die Anzahl der Entscheidungen in einer kurzen Zeit, die du treffen musst, dann hast du vielleicht ein ganz anderes Niveau, aber so richtig aktiv mitgekriegt habe ich das eigentlich nicht. Wenn du auf deine Karriere schaust, bisher Jena, Frankfurt, Baskonia und jetzt Moskau, das ist ja schon ein krasser Anstieg schlussendlich. Aber dir kommt es irgendwie nicht so vor. Das finde ich bemerkenswert. Trotzdem ist es ja eigentlich genau die Karriere, die, ich sag mal, im Lehrbuch steht. Wenn man sagt, ich will irgendwann zu CSKA Moskau und du sprichst mit deinem Spielervermittler oder deinem Spieleragenten, dann sagt er, ja, mach's genau so. Erstmal Pro A, dann Bundesliga, ACB und dann Euroleague Top Team. Planst du deine Karriere selbst oder hast du da auch externe Berater? Vielleicht auch fragst du deine Eltern, wo es als nächstes hingehen soll. Wie handhabst du das? Also erstmal habe ich einen sehr guten Berater, um ein bisschen Werbung zu machen hier. Nein, also das war von Anfang an mit meinem Berater natürlich spreche ich da viel drüber, aber das war, wir haben jetzt nie irgendwie so gesagt, hey, wir müssen irgendwann in Moskau spielen oder so. Das war immer wirklich ein Schritt für Schritt Gedanke. Also so langweilig, wie es auch klingen mag, das war okay, was ist der nächste Schritt? Was ist denn? Ich kann mich auch an alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, wie ich nach Frankfurt gehe, wie ich zu Baskonia gegangen bin, kann ich mich alles noch zurückerinnern, was da der Gedanke war und was da für Risiken waren. Und im Nachhinein muss man sagen, dass das, also es ist perfekt gelaufen. Also es hätte nicht besser laufen können. Also es war, alle Schritte, die ich gemacht habe, waren perfekt. Und das hat natürlich ein bisschen was mit Glück zu tun. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, was ich für eine Persönlichkeit bin. Ich bin jetzt keiner, der sagt, okay, wenn ich jetzt ein Angebot, nachdem ich, oder als ich in Jena war, hatte ich Angebote auch von Bamberg und Berlin, die zu der Zeit die Top-Teams waren. Aber es war einfach nicht die richtige Zeit. Also auch wenn ich da vielleicht doppelt so viel verdient hätte, es war nicht die richtige Zeit und mein Agent und so wie ich aufgewachsen bin, meine Erziehung hat halt dafür gesorgt, dass ich mich fürs Richtige entschieden habe. Und da bin ich super dankbar für. Erstmal natürlich meinem Agenten, aber auch meiner Familie, dass ich alle Tools mitbekommen habe, so eine Entscheidung zu treffen. Und bei Baskonia war das genau das Gleiche. Das war vielleicht ein bisschen mehr Risiko, weil das, wie gesagt, der Schritt war ein bisschen höher, die Stufe war ein bisschen höher und aber im Großen und Ganzen, ja, das ist auf Euroleague-Ebene auch ein Ausbildungsverein. Und das, wie gesagt, am Ende, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Glück, dass sich welche verletzt haben im ersten Jahr. Aber wie gesagt, ist perfekt gelaufen. Also perfekt, perfekt, perfekt. Chancen, die sich bieten, muss man dann halt auch erstmal nutzen. Also da ist es dann schon auch so, dass es an dir lag. Nimm uns mal mit in deine Gedankenwelt vor so einem Wechsel. Was sind da die Überlegungen? Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Wie gehst du daran?
Das kommt darauf an, in welcher Phase du dich befindest. Erst in der ersten Phase meiner Karriere ging es nur darum, ich habe entschieden, dass ich Profi werden will. Und ich habe mich dafür entschieden, auch Jena zu verlassen, weil die Aussicht, dass da relativ schnell sich was bewegt, waren eher schlecht. Und dann war Bundesliga natürlich das Ziel. Und dann, wie gesagt, gibt es entweder verschiedene Angebote oder nicht. Und deine Überlegung ist halt, okay, was willst du machen? Du wirst jetzt hier, egal ob du Summe X oder das Doppelte verdienst, wirst du jetzt nicht reich davon werden. Und du wirst davon jetzt nicht, du wirst jetzt nicht den Schritt machen, dass du ausgesorgt hast oder was auch immer. Aber du kannst ein Fundament da bauen. Und für mich war das halt in Frankfurt, die Situation war perfekt, war super, weil du alles auf einem Haufen hattest. Du hattest die Trainingshalle, du hast die Wohnung, du hast das Fitnessstudio, du hast die Thermen, alles beisammen, wie in so einem großen Camp, sage ich mal. Und das war in der Zeit perfekt. Die Trainer waren in der Zeit perfekt. Klaus Perwas, Gordon Herbert, die waren super. Und das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Trainer, wer ist Trainer? Wie ist die Aussicht auf Spielzeit? Die war im ersten Jahr vielleicht noch nicht so hoch, weil ich habe in der Pro A fast gar nicht gespielt, und sollte dann in der Bundesliga spielen. Deshalb Bundesliga Pro B, perfekte Situation. Und genau, und das war aber auch die Aussicht, dass ich, wenn ich mich entwickle, dass ich dann dort irgendwann spielen kann. Und vielleicht war die auch besser, oder mit Sicherheit war die auch besser als in Bamberg, vielleicht, wo es um Titel geht. In Frankfurt ging es vorrangig darum, okay, erreichen wir die Playoffs oder nicht. Und dann am Ende, jetzt vielleicht in der jetzigen Phase, wo ein Wechsel ansteht, geht es vielleicht eher darum, okay, natürlich geht es immer auch ums Finanzielle. Wie sieht das Finanzielle aus? Wie ist die sportliche Situation? In meiner jetzigen Situation geht es darum, wie ist das Familienleben? Wie kann ich die Familie da mit einbinden? Was sagt meine Frau dazu? Ja, und das so hast du halt, musst du halt wissen, was ist wichtig für dich. Kann auch sein, dass ein 17, 18, 19-Jähriger sagt, hey, ich will lieber das Doppelte verdienen. Und das ist auch okay. Wenn er mit der Entscheidung leben kann, das ist komplett individuell. Du musst halt nur wissen, was ist für dich wichtig. Und mein Agent hat da eben als Moderator immer super funktioniert, weil er halt gesagt hat, was ist für dich wichtig. Er glaubt, das und das könnte das Beste sein. Natürlich habe ich immer auch mit meinem Vater und mit meiner Familie, mit meinem Bruder da auch drüber geredet. Aber wie gesagt, am Ende haben wir zusammen immer die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben es schon ein bisschen von Frankfurt gehabt. Verfolgst du die BBL noch? Auf jeden Fall, ja. Also mal mehr, mal weniger. Und einige Vereine natürlich auch mehr als andere. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon im Bilde, was da passiert. Gerade Frankfurt oder welche Vereine verfolgst du? Ja, Frankfurt auch schon ein bisschen noch. Jetzt natürlich ein bisschen weniger, oder zumindest vor der Saison ein bisschen weniger, weil fast alle Leute, die ich kannte, waren weg. Trainer war weg, bis auf Klaus. Aber das ist natürlich einer der Vereine, die schon ein bisschen mehr auf dem Radar sind. Dann natürlich die Euroleague-Vereine mit Berlin und Bayern. Ja, und versuch so ein bisschen einfach up to date zu bleiben, was passiert. Könntest du dir irgendwann vorstellen, nochmal in Deutschland zu spielen? Ja, auf jeden Fall, wenn es der Körper hergibt. Und wenn, also ich habe immer den Plan gehabt, wieder nach Deutschland zurückzukommen, ob das jetzt nun nach meiner Karriere ist oder vielleicht zum Abschluss. Das ist auf, steht auf jeden Fall an. Dein Vertrag läuft ja im Sommer aus in Moskau, wenn ich richtig informiert bin. Hast du da auch schon deine Fühler irgendwie ausgestreckt? Wahrscheinlich wirst du jetzt nicht sagen, ja, ich gehe dorthin, das ist mir schon auch klar. Aber gibt es da schon Überlegungen, wo es hingehen würde weiter? Also natürlich fangen jetzt dann die Gespräche an. Aber da mache ich mir erstmal noch nicht so große Sorgen drum. Dafür hat man dann natürlich auch einen Agent, der dann im Hintergrund schon ein bisschen die nochmal vorsondiert, was in Frage kommt und was nicht. Und ja, aber wie gesagt, ich bin da noch relativ entspannt und muss auch erstmal sehen, wie es dieses Jahr aussieht durch die Corona-Thematik,
wie sich der Transfermarkt dann nach der langen, zehrenden Saison ja, verhält. Und ja, dann mal gucken, wie es wird. Aber ich bin da noch nicht so nervös. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es auf jeden Fall für dich als nächstes hingeht. Wer ist dein Agent, wenn wir schon so oft von ihm gesprochen haben? Ingo Wolf, Ingo Limelight Wolf. Hoops. Okay. Also da haben wir auf jeden Fall nochmal eine Notiz reingemacht. Verfolgst du auch Jena nach wie vor in der Pro A so ein bisschen? Ja, also die verfolge ich sehr, obwohl es in der Pro A natürlich schon schwierig ist, das Hygienekonzept so umzusetzen. Da werden viele Spiele abgesagt und viele Spiele neu terminiert, sodass es echt schwierig ist für die ganzen Teams. Aber ja, Jena verfolge ich natürlich sehr, habe im Sommer in Jena trainiert. Das war sehr gut, hat mir sehr geholfen. Und hoffe natürlich, dass Jena dann bald mal wieder in der ersten Liga spielt. Hast du deine Homebase in Jena oder nach wie vor in Eisenach? Die ist nach wie vor in Eisenach, genau. Also Und dann da sind ist es so ein 100 Kilometer ungefähr nach genau, Jena zu fahren. relativ genau eine Stunde, genau. Okay, und das ist dann halt, du fährst halt am Tag eine Stunde hin, trainierst. Wie viele Stunden wird dann im Sommer trainiert? Was hast du da normal auf dem Schirm? Also diesen Sommer habe ich so gemacht, dass ich Montag früh hingefahren bin und dann zweimal am Tag trainiert habe, plus Krafttraining. Und dann Mittwochabend wieder zurückgefahren bin und dann quasi das verlängerte Wochenende zu Hause war und Krafttraining gemacht habe und dann quasi die nächsten 4, 5 Wochen das so beibehalten habe, dass ich quasi immer Anfang der Woche in Jena war, intensiv Basketball gemacht habe und dann am Wochenende zu Hause war. Geht es dir dann schon im Sommer auch manchmal so, dass du dich fragst, warum mache ich diese ganze Schinderei überhaupt? Also es gibt ja diese Momente als Basketballer, ich sag mal bei einem Liniensprint beispielsweise, wenn dich der Trainer an die Linie geschickt hat, wenn man auch Individualtraining hat und es einfach mal keinen Spaß macht, dass man sich die Frage stellt, warum mache ich den Scheiß überhaupt? Ja, das wird weniger. Also irgendwie, das war am Anfang, war das so, weil so langsam, was ist so langsam, du merkst halt, dass es was bringt. Und du merkst auch, dass es deinem Körper gut tut. Also, dass du fit bist. Das habe ich vor 5, 6 Jahren auch noch nicht so gedacht, dass es so wichtig ist auf deinen Körper. Jeder sagt dir, es ist wichtig, pass auf deinen Körper auf. Ernähr dich gut, versuch so viel wie möglich Regeneration zu kriegen. Aber jetzt weißt du es so langsam, ich bin erst 28, aber so langsam fängst du an, okay, wird jeder Tag wertgeschätzt, der quasi, wo es deinem Körper nicht so schlecht geht. Und mit der perfekten Vorbereitung trägst du halt dazu bei, dass es deinem Körper seltener schlecht geht. Also denkst du dann Sehr eher, schlecht. genau, Klingt schon mal. es geht dann eher darum, okay, ich weiß, wofür ich mich jetzt hier schinde, dass es mir später nicht so schlecht geht. Also das kommt dann immer schon eher. Hast du irgendwelche Rituale? Ich habe das Buch von Dirk Nowitzki gelesen, der jeden Mittag, bevor er abends spielt, Nudeln isst zum Beispiel. Hast du solche Rituale auch in deiner Ernährung, in der Vorbereitung auf Spiele? Ich versuche mich davon eigentlich fernzuhalten. Natürlich habe ich so ein paar Sachen, die ich versuche zu machen, aber die ändern sich auch. Also ich versuche eigentlich, weil für mich ist es zum Beispiel, was ist jetzt, wenn Dirk Nowitzki vor einem wichtigen Spiel, wenn es keine Nudeln gibt? Das ist mein Ja. Problem. Also Ja, ich was, verstehe, was du wenn meinst. ich, wenn ich alles danach ausrichte und dann passiert das aus irgendeinem Grund nicht. Ja. Und davon versuche ich mich so ein bisschen frei zu machen. Aber so ein paar Sachen machst du schon. Also, mir fällt jetzt kein wirkliches Beispiel ein. Ich habe vor dem Spiel immer was ist das? So ein Heilkräuteröl, was ich mir unter die Nase schmiere, um nochmal tiefer durchatmen zu können. Das ist vielleicht so eine Art Ritual. Aber sonst wenige Sachen eigentlich. Also ich gehe immer zur selben Zeit raus, aber das ist bei uns auch vorgeschrieben, in Anführungszeichen. Mache dann mein körperliches Programm vorm Spiel, mein Warm-up und dann ein bisschen werfen und dann
Dann komme ich wieder rein. Sonst, ich mache einen Mittagsschlaf vorm Spiel, aber sonst, wie gesagt, sonst nichts Abnormales. Ihr habt dann, man muss ja auch so ein bisschen drauf achten, immer, dass es nicht zu einem Tick wird. Ich glaube, da ist man als Profisportler vor allem dann immer relativ schnell drin, dass man sagt, das hat funktioniert, das mache ich jetzt jedes Mal, und dann merkt man irgendwann, es lag gar nicht daran. Ja, also genau so mache ich das aber auch. Also wenn mal was funktioniert, also sagen wir mal, ich habe ein gutes Spiel gehabt und dann überlege ich, was habe ich gemacht, was habe ich vielleicht anders gemacht als sonst, und dann versuche ich das mitzunehmen in die nächsten Spiele und dann merkst du irgendwann, okay, ja, es hat nicht funktioniert, also, und dann kommt das nächste Spiel, was gut war, und dann suchst du nach einer neuen Sache, was hast du gemacht, und dann so verändert sich das alles ein bisschen. Und wie gesagt, gutes Beispiel vielleicht Rafael Nadal, wenn man sich den anguckt. Da wäre ich ja als Zuschauer nervös, wenn ich sehe, was er mit seinen Flaschen macht Ja, wo er sich überall rumzupft. und mit seinen Haaren, Genau. und da werde ich als Zuschauer nervös. Und wenn ich mir dann vorstelle, wie es dem Jungen gehen muss, also das versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. Du hast gesagt, ihr sollt rausgehen vorm Spiel. Gibt es da vom Verein, dass die sagen, 11 Uhr morgens eine Stunde spazieren gehen? Nee, ich meine direkt vorm Spiel, also. Wir kommen 1,5 Stunden vor dem Spiel in die Halle, und dann gibt es 3 15-Minuten-Blöcke, die wir haben. Und dann in jedem Block sind halt 4 Spieler, die dann eine Zeit auf dem Feld haben, damit es nicht so viel auf einmal wird. Und genau, dann gehe ich immer zur gleichen Zeit raus. Und Okay, genau. Und verstehe. letztens wurde ich zum Beispiel mal von einer Gruppe in die andere geschiftet, und das hat mein Spiel dann nicht komplett verändert. So, also ich bin dann nicht aus allen Wolken gefallen und habe gesagt, ich kann jetzt nicht spielen, sondern die Rituale sind bei mir sehr, sehr weich, sagen wir es mal so. Ja, weder 0 Punkte noch 30 aufgelegt, von daher Genau, genau, keine genau. großen Ganz Ausschläge. normales Spiel gemacht. Wenn du das so ein bisschen vergleichst, in Jena, sage ich mal, in der U18 beispielsweise, mit jetzt im Lockerroom, ist es die gleiche Stimmung oder war es damals einfach freundschaftlich und jetzt ist es auf einer viel professionelleren Ebene? Man hat eigentlich nur basketballerisch mit den Mitspielern zu tun und das war's dann. Im Großen und Ganzen ist es das Gleiche. Also, du hast in der U18 Leute gehabt, mit denen du dich nicht verstanden hast. Und du hast hier welche, mit denen du dich nicht verstehst. Oder mit denen du einfach nichts zu tun hast. Und dann hast du in der U18 welche gehabt, mit denen hast du vorm Spiel Spaß gemacht. Und du hast hier welche. Und du hast auch hier welche, mit denen du vorm Spiel gar nicht reden kannst, weil du weißt, dass die im Tunnel sind. Und das gab es aber auch in der U18 schon. Oder vielleicht ein bisschen weniger, aber. Im Grunde genommen ist das alles relativ gleich geblieben. Wir spielen alle Basketball, zumindest haben wir angefangen, weil wir es gerne gemacht haben. Und jetzt werden wir halt gut dafür entlohnt. Aber prinzipiell ist das Gleiche. Und deshalb hat sich da nicht viel geändert. Ich hatte so einen Aha-Moment, wo ich bei Bayern München gegen Real Madrid war und da konnte man als Reporter noch in die Kabine, um die Interviews danach zu machen. Und bei Real Madrid in der Kabine sah es einfach aus wie bei uns in Ludwigsburg in der U19. Jeder wirft sein Trikot in die Mitte, die sitzen auch auf Holzbänken. Also gab es noch keine so ein Schreien für jeden oder sowas. Das war für mich total crazy, weil ich gedacht habe, klar, Euroleague, da steht wahrscheinlich der Whirlpool in der Umkleidekabine. War dort auf jeden Fall nicht der Fall. Ja, also wie gesagt, das ist auch so. Also die Trikots werden danach in die Mitte geschmissen, da flackt überall das abgeschnittene Tape rum, und ja, du versuchst halt am Ende die Kabine ein bisschen ordentlich zu hinterlassen, aber ja, sonst ist das eigentlich wie. Also ich meine, es steht am Ende dann kein Kasten Bier in der Mitte. Das ist vielleicht der Unterschied zu Oberliga-Zeiten, aber ja, Auch ein bisschen schade, oder? ja, eigentlich schon, ja. Meine, da trinkt halt dann jeder sein Bier nach dem Spiel alleine. Ja. Lass uns ein bisschen noch über die Nationalmannschaft quatschen. Die ist ja aktuell im Einsatz, allerdings natürlich ohne Euroleague- und NBA-Spieler. Wie sind da deine Gefühle, wenn du weißt, die Nationalmannschaft spielt, aber ich kann nicht mit am Start sein? Das ist jetzt schon einige Zeit so, und da will ich sagen, dass ich mich dran gewöhnt habe, aber ja, ist halt so. Also, wir können ja nicht viel ändern. Ich glaube, das ist eine gute Chance für andere Spieler, sich da zu beweisen oder ja, ein bisschen da reinzuschnuppern.
Und ich weiß jetzt nicht, natürlich gibt es da welche, die sagen sich dann, ja, wir haben Qualifikation gespielt, warum spielen wir nicht die EM auch? Aber was ich auch verstehen kann. Aber ja, ich glaube, das ist eine gute Chance auch für den Bundestrainer mal was auszuprobieren. Neue Spieler zu. Ich glaube, es sind wieder ein paar neue dabei diesmal. Ja. Robin Benzing zum Beispiel, der nicht genug kriegen kann. Ich glaube, er wechselt auch extra nicht zu den Clubs, nein, wo er dann nein, nicht genau. freigespielt wird. Extra, Genau, das er steht in sagt. seinem Vertrag, der. Ja. Er muss für die Nationalmannschaftsfenster freigestellt werden. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele er noch hat, dass er Rekordnationalspieler wird. Ja, ich weiß es, Aber ich weiß es ich auch nicht. glaube, Vemerling ist Rekordnationalspieler, Ja, oder? genau. Also das weiß ich Ja. auf jeden Fall. Also ich weiß auf jeden Fall, dass er so lange spielen wird, bis er den Rekord hat. Also den Insight kann ich schon mal geben. Hast du Kontakt jetzt zu den Jungs? Also gerade zu Robin Benzing oder auch zu Henrik Rödel oder so während der Zeit jetzt? Während der Zeit jetzt nicht. Ich habe mich, als wir in Berlin gespielt haben, vor 3 Wochen, habe ich mich mit Henry getroffen und da haben wir ein bisschen gequatscht und ja, ist halt schwierige Situation auch. Also du spielst das ganze Jahr oder jetzt seit über einem Jahr nicht mit den Leuten, die wahrscheinlich dann bei der Olympia-Quali, so sie denn stattfindet, dabei sein werden. Und das ist eine schwierige Situation. Du hast keine wirkliche Vorbereitung dann. Und ja, mal gucken, wir werden sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und dann, ja, dann werde ich auch enger wieder im Kontakt sein mit ihm, sobald es dann Richtung Olympia-Quali geht. Und mal gucken. Da prallen natürlich dann auch komplett verschiedene Basketballwelten aufeinander bei solchen Quali-Turnieren. Ich sag mal, wenn Dennis Schröder jetzt mit LA nicht besonders weit kommt, kommt er mit dem NBA-Style. Du mit Ceska, Danilo Bartel mit Fenerbahce, ist ja Maodolo mit Berliner Style. Das ist ja so konträr, dass eigentlich aus neutraler Sicht muss man sagen, es kann ja fast nicht passen, oder? Ja, du musst dann halt jeder so, muss jeder seine Rolle finden. Das war ja das, was ich die letzten Jahre auch schon immer gesagt habe, dass was uns nicht so richtig gelungen ist, dass jeder halt versucht hat, oder dass wir keinen gehabt haben, der so ein bisschen zurückgesteckt hat. Weiß nicht, wie ich das genau sagen soll, aber es war keiner da, wenige Spieler dabei, die sich mit ihrer Rolle so angefunden haben. Natürlich will jeder scoren, das ist klar. Und, aber ja, wir müssen halt auch sehen, was wir jetzt langsam für ein Potenzial haben in der Mannschaft. Ja, es kann dann jeder, hat Maodo kann im Euroleague-Spiel locker 20, 25 Punkte machen. Dennis brauchen wir gar nicht reden. Maxi kann auch 25 locker machen, auch in der NBA. Daniel sowieso. Und dann hast du jetzt noch Paul dazu, der eine super Euroleague-Saison spielt. Also, wir werden keine Spiele machen, wo wir 100, wir werden keine Spiele haben, wo wir 200 Punkte machen. Obwohl es ginge vom Durchschnitt her, aber müssen wir dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und da brauchst du eigentlich Zeit für. Und die haben wir halt nicht und deshalb müssen wir gucken, dass wir es so schnell wie möglich irgendwie hinkriegen. Ja, und dann halt entsprechend der eine auch zurückstecken muss. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste bei der ganzen Geschichte, oder? Ja, und die anderen, also wenn jetzt mal jemand in dem Spiel dann halt nur einen Wurf genommen hat und oder 2 Würfe genommen hat und 2 Punkte gemacht hat, das ist dann nicht, dass der dann selber das nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt weniger wert und sondern das passiert halt. Also das passiert halt dann auf so, also ich meine, für mich war es, als ich hierher gekommen bin, war es auch so, okay, jetzt sind hier nur Top-Spieler. Also jetzt sind hier nur, es gibt hier niemanden, der einfach so mitspielt oder was auch Er sagt, immer. ich setze mich Sondern jetzt hinten auf sind, die Bank. genau, jetzt sind hier nur Top-Spieler und es geht nicht, dass alle die ganze Zeit scoren. Und du siehst auch, wenn, ich meine, Mike James jetzt vielleicht ein anderes Beispiel, weil der macht immer 20, aber dann für Toko Şengelya zum Beispiel, der kam jetzt von Baskonia und hat 15 Würfe im Schnitt gehabt, hat, keine Ahnung, 17 Punkte gemacht oder 18 Punkte gemacht. Und jetzt merkt er halt auch, okay, hier gibt es nicht so viele Würfe.
Und jetzt passiert halt auch mal ein Spiel, wo ich 5 Würfe habe und wo ich 8 Punkte mache und es trotzdem gut genug ist für diese jetzige Situation. Und das müssen wir, so ein Gefühl müssen wir auch kriegen, dass wir mit dem, was wir machen, gut genug sind und dass wir damit nicht zufrieden sind, aber dass es passiert, dass du halt weniger Würfe kriegst und dass dein Wert fürs Team trotzdem nicht abnimmt oder nicht daran gemessen wird, wie viele Punkte du machst. Und ja, das wird das Wichtigste sein. Ja, ihr habt so viel Talent mittlerweile in der Nationalmannschaft. Wenn ich zurückdenke, also seitdem ich irgendwie denken kann, schaue ich Basketball. Und da war es nie so, dass da wirklich so talentierte Spieler so in der Masse da waren. Aber du sprichst halt genau das Richtige, glaube ich, an, dass es halt im Kopf auch Klick machen muss. Nicht nur vom Potenzial her, sondern auch hauptsächlich Kopfsache ist, dass ihr als Mannschaft zusammenfindet. Ja, genau. Also wie gesagt, es muss, wir müssen da zusammenkommen und das findet auch erstmal bei jedem selbst im Kopf statt. Wir haben über die talentreiche Mannschaft gesprochen, gerade auf der Big Man-Position, also auf deiner Position gibt es ja mega, seid ihr so tief besetzt wie, glaube ich, noch nie mit Maxi, mit Daniel Theiss, mit dir, mit Danilo Bartel und so weiter und so fort. Wie erklärst du dir das, dass der deutsche Basketball auf eurer Position so stark besetzt ist und auf der Guard-Position zum Beispiel eher ein Problem hat? Zumindest was die Tiefe angeht. Das weiß ich nicht genau. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand irgendwo weiß. Und ich weiß auch nicht, inwiefern da jetzt gegengearbeitet wird. Aber ich könnte es mir vielleicht erklären. Wir haben ja viele Leute, viele sehr moderne Große auch. Also da kann ja jeder fast, den du da aufgezählt hast, oder kann eigentlich jeder werfen. Ja. Und alle über 2,5 groß. Du hast Mo Wagner noch, der werfen kann. Ja. Du hast Hartenstein, der werfen kann. Also du hast eigentlich alles moderne Fünfer, die, ich weiß nicht, ob das vielleicht so ein Nowitzki-Ding ist, dass du sagst, hey, es war wichtig dann, oder es war für einen Großen, hat sich's geschickt, dass du werfen kannst, und wurde vielleicht eher darauf Wert gelegt, hey, wir haben hier einen Langen, der hat ein gutes Ballgefühl, lass den mal entwickeln. Das könnte eine Erklärung sein. Und sonst, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass irgendwas passieren muss. Also ich meine, du hast ja jetzt ein paar Talentierte, die danach kommen. Und du hast auch in der Spitze welche, die Dennis Wiener und Maodo, die da auf dem allerhöchsten Niveau spielen. Und ja, da muss halt irgendwo was nachkommen. Ja, bin ich absolut bei dir. Kannst du dich trotzdem auf die Olympia-Quali jetzt im Sommer beispielsweise freuen, wenn sie denn beginnt, obwohl du weißt, du hast 70 Spiele in den Knochen gehabt? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist vielleicht eine einmalige Chance für mich, zu Olympia zu fahren. Und die einfach so wegzuschmeißen, wäre schade. Und deshalb freue ich mich da natürlich drauf. Also, ich hoffe, dass ich gesund bleibe und dass ich dann ready dafür bin. Du hast gesehen, wie in Spanien mit Spielern gearbeitet wird. In Russland siehst du, wie mit Spielern gearbeitet wird. In Deutschland weißt du es natürlich auch. Gibt es da große Unterschiede? Ja, hier werden die, was ich sagen kann, ist, hier werden die richtig getriezt. Also, wir haben jetzt einige Leute, die von den Jüngeren hochgekommen sind und ab und zu bei uns mittrainiert haben. Und die erzählen dann immer, dass da ordentlich zweimal am Tag Tape, da wird schon ordentlich Gas gegeben. Und da sind dann auch Verletzungen an der Tagesordnung. Also, hier wird richtig ordentlich gepusht, sage ich mal. In Spanien ist es so, dass viel, viel Techniksachen gemacht werden. Und der Unterschied zu Deutschland ist gar nicht so groß, würde ich sagen. Also in Deutschland hast du auch viele Trainer, die sich sehr viel Zeit nehmen für junge Spieler und sehr viel Mühe geben und auch viele Gedanken machen, wie man junge Spieler nach vorne bringen kann, was ein gutes Zeichen ist. Ja, und deshalb glaube ich, dass wir da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Ja, es muss,
ich weiß gar nicht, woran es jetzt fehlt, vielleicht ein bisschen so der Übergang von Jugend zu Profi-Basketball, der jetzt auch immer jünger wird. Luka Doncic, der mit 16 bei Real schon gespielt hat, war jetzt auch ein anderes Talent gewesen, aber ja, also wie gesagt, das wäre vielleicht sowas, was man stärker in Angriff nehmen muss. Du hast jetzt ein paar Vereine, die das machen, mit vielen deutschen Spielen, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so jung sind, in Braunschweig. Ja, du musst halt versuchen, das irgendwie Trainer gibt, die Jungen eine Chance geben. Und dann glaube ich, dass es mit der Guard-Thematik auch irgendwann ein Ende hat. Wo siehst du aktuell denn, also wir wissen, wie die WM ausgegangen ist, war ja enttäuschend für alle Beteiligten. Wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft gerade so im weltweiten Ranking, wenn wir mal so wollen, oder vielleicht auch im europaweiten Ranking, wenn das vielleicht ein bisschen einfacher ist zum Einschätzen? Es ist ganz, ganz, ganz schwer zu sagen, weil du nicht so richtig also erstmal in den letzten anderthalb Jahren nicht so richtig den Wettkampf hattest. Und dann, wer ist jetzt wie verfügbar irgendwo? Also, wenn du alle Spieler hast von allen Nationen, dann glaube ich schon, dass wir da irgendwie an die Top 5 rankratzen können, irgendwie. Aber, also in Europa. Und ja, in der Welt hast du natürlich noch ein paar Nationen, die dann auch noch mitspielen, ja, in Australien oder die USA und ein paar Südamerikaner, die da noch dabei sind. Also ich glaube, wir sind nicht so schlecht aufgestellt. Wir müssen halt zusehen, dass wir nicht gegen Costa Rica verlieren. Das wäre halt ein Wunsch von mir. Ja, und sonst sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Vom Talent her, das ist halt Ja, das ist halt genau. das Ding. Wollte ich Also gerade nochmal nachfragen. Also vom Talent her, aber mannschaftlich muss halt da noch was entstehen. nein, natürlich. Also das ist ja, meine, das beste Beispiel ist immer die Spanier, ja. Die kommen zusammen, die brauchen nicht viel Zeit, weil die kennen sich, die wissen, die spielen seit 100 Jahren zusammen, da werden mal 1, 2, 3, 4 Spieler ausgetauscht, aber der Kern ist immer der gleiche. Und wenn der Kern immer der gleiche ist, dann kommen die anderen Spieler dazu und die gucken sich an, was die Etablierten machen und saugen das dann auf und dann geht's weiter. Und dann so muss das halt eigentlich sein, ja. Und das fehlt bei uns so ein bisschen, ja. Weil ja, da war mal der nicht da und dann war mal der verletzt und dann waren mal hier zwei, drei weg. Und deshalb müssen wir so auch so versuchen, eine Kontinuität reinzukriegen. Und das hat halt bisher noch nicht funktioniert. Hast du den Eindruck, dass der deutsche Basketball international an Ansehen gewonnen hat in der kürzeren Vergangenheit jetzt? Also die deutschen Spieler auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man sieht, auch gerade wie viele Spieler jetzt in der NBA spielen und auch gute Rollen spielen, ist das schon sehr gut. Auch in der Euroleague hast du einen deutschen Verein, der definitiv um die Playoffs mitspielt, wenn nicht sogar mehr. Du hast einen Verein, der mit in der Euroleague, der mit sehr bescheidenen Mitteln ein super Basketballspiel, wo es wirklich Spaß macht zuzugucken. Und ja, alles, was ich so gehört habe, ist, dass die deutsche Liga sehr, ja, meine, von der ganzen wirtschaftlichen Situation sehr beliebt ist, weil halt eine gewisse Stabilität geboten ist. Und deshalb glaube ich, dass der deutsche Basketball auf einem ganz, ganz guten Weg ist. Du bist ja auf jeden Fall auch ein guter Ambassador dafür. Das müssen wir auf jeden Fall schon mal sagen. Lass uns ein bisschen noch vorausblicken. Euroleague Top 4 ist in dieser Saison in Köln. Wäre eigentlich vergangene Saison schon in Köln gewesen, wurde dann ja abgebrochen. Ist das für dich irgendwie so ein extra Ansporn, dort deinen ersten Euroleague-Titel gewinnen zu können? Auf jeden Fall. Also auf alle Fälle. Ich hoffe, dass es irgendwie mit Zuschauern stattfinden kann, obwohl es wahrscheinlich eher schlecht aussieht. Erstmal hoffe ich, dass wir dabei sind. Davon gehen wir mal aus. Das ist die erste Hoffnung, um nochmal den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir da ein bisschen Stimmung haben und
Ja, so ein Euroleague-Titel wäre natürlich grandios, ja. Also das wäre dann so ein bisschen die zwischenzeitliche Krönung des ganzen Weges. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir dabei sein können. Ich hoffe, dass es auch wirklich, wirklich stattfindet. Und ja, dann ist natürlich zu Hause zu sein, in Anführungsstrichen, nochmal das i-Tüpfelchen. Du sprichst von der zwischenzeitlichen Krönung. Was wäre die letztendliche Krönung für dich? Das weiß ich noch nicht. Das ist, Schauen also wir das, äh, das, das gucken wir nach der zwischenzeitlichen Krönung. mal. Wie siehst du eure Chance auf den Titelgewinn? Ah, das ist, also ich glaube, die Chancen, dass wir ins Final Four kommen, sind ganz gut. Wir haben jetzt eine wirklich heftige Phase hinter uns mit ganz vielen Verletzungen und wirklich vielen Nackenschlägen und hoffen, dass wir jetzt nach unserem kleinen Zwischencamp ein bisschen besser durchstarten können und dann gut in den Flow kommen und dann glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, das Final Four zu erreichen. Und im Final Four ist alles drin. Also da spielen dann vier Top-Mannschaften Halbfinale und Finale und da hat es auch so ein bisschen was mit, wer hat den besseren Tag, wer ist besser im Rhythmus gerade und das ist dann schwer zu sagen, aber wie gesagt, ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, ins Final Four zu kommen. Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt. Wir haben schon über deinen Vertrag gesprochen, der jetzt ausläuft. Wäre der nächste, jetzt bist du beim Top-Club in Europa angekommen, ich sag mal von Jena, Frankfurt, Baskonia, jetzt beim absoluten Top-Club Europas. Ist die NBA ein Thema für dich? Nicht wirklich. Passt da dein Also, Spielstil nicht hin oder wieso? na, es gibt einige, die sagen, der passt da ganz gut hin. Und es gibt einige, die sagen, der passt da nicht hin. Also, ja, es ist immer schwierig zu sagen. Ich glaube, dass ich auf jeden Fall eine Chance gehabt hätte. Aber ich glaube, bevor ich hier in Moskau unterschrieben habe, habe ich so ein bisschen versucht, da in die Richtung was zu machen, aktiv. Das hat aber am Ende dann nicht, habe ich mich dann für Moskau entschieden und bin dann wie gesagt, mit der Entscheidung auch total Ja. zufrieden. Und jetzt wird es nicht nochmal einen aktiven Push geben in die Richtung. Also wenn irgendwas passiert, dann weil es passiert, aber nicht mehr, weil ich da mich, also ich habe mich noch nie darauf so versteift, auf diesen Gedanken NBA, Ja. weil ja, ich bin mit dem europäischen Basketball sehr zufrieden. Und ja, deshalb ja, gibt es da, glaube ich, dass es vorbei ist, ohne es zu wissen. Ja, die Schönheit des europäischen Basketball hat es mir auch angetan. Ich bin ein absoluter europäischer Basketball-Fan. NBA ist für mich auch immer so ein bisschen, ja, schaut man sich mal an, aber ist jetzt nicht das, was ich mir so unter Basketball im eigentlichen Sinne vorstelle, gerade in der Regular Season. Ich hatte zuletzt ein Gespräch mit Wobo und mit Elias Harris. Die haben gesagt, bei Centern dauert es immer ein bisschen länger, bis sie in ihrer Prime sind, dauert alles so ein bisschen länger. Du bist jetzt 28 Jahre. An welchem Punkt deiner Karriere siehst du dich? Das ist schwierig. Das wird sich nach der Karriere zeigen, an welchem Punkt ich bin. Ich hoffe, dass ich immer noch auf dem aufsteigenden Ast bin. Aber ja, also ich kann, also wie gesagt, fühle mich körperlich ganz gut. Ich glaube, dass ich aufgrund meines Spielstils noch ein paar gute Jahre vor mir habe. Und ja, also ich würde, man könnte sagen, dass ich jetzt in meiner Prime bin. Aber wie gesagt, man weiß nicht, was da noch kommt. Ich glaube, da sind so viele Unwägbarkeiten, die da noch eine Rolle spielen könnten. Und dann weißt du auch nie, was kommt. Bleibst du gesund? Wie sind die ganzen. Dann kann es auch mal sein, dass du mal. Ich habe bisher davon gesprochen, okay, ich habe nur gute Schritte gemacht, quasi nur war immer zufrieden mit meinen Schritten. Dann kann es aber sein, dass du einen schlechten machst und dann verlierst du so ein bisschen den Flow. Aber wie gesagt, ich glaube, dass ich noch ein paar gute Jahre vor mir habe und ja, freue mich jetzt darauf. Das kann ich mir vorstellen. Ich freue mich auch drauf. Macht immer Spaß zuzuschauen, weil du halt natürlich ein Big Man bist, der ein wahnsinnig gutes Auge hat. Einen guten Dreier, 45% diese Saison, 90% von der Freiwurflinie. Woran kannst du noch arbeiten?
Da gibt es so viele Sachen, wo ich gar nicht arbeiten kann. Was immer so ein bisschen was immer so ein bisschen hinten abfällt bei mir, ist mein Low-Post-Game. Da würde ich schon ein bisschen effektiver sein gerne. Also gerade aufgrund meiner Größe müsste ich da eigentlich ein bisschen besser sein. Das zieht sich jetzt durch meine ganze Karriere so ein bisschen durch. Weiß auch nicht, ob das noch kommt, aber so ein bisschen würde es natürlich meinem Spiel noch gut tun und auch dem Team gut tun. Ich habe mit Ademola Okolacha neulich auch gesprochen. Der hat ja für Khimki Moskau gespielt. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Der hat gesagt, Dirk war immer der beste Deutsche weltweit, aber er hat versucht, immer der beste Deutsche in Europa zu sein. Hast du den Ansporn auch für dich, dass du sagst, das nehme ich mir als Motivation? Nee. Gar nicht. Also, ich nehme mir als Motivation, dass ich gerne die Euroleague gewinnen will. Das ist meine Motivation. Ob ich jetzt nun der beste Deutsche in Europa bin, auch wer ist der beste Deutsche in Europa? Also, ich meine, bei Dirk war es relativ eindeutig. Aber woran misst du, wer ist der Beste? Ist der Beste, der die meisten Punkte macht? Also, das ist immer so schwierig für mich. Und das auf so eine Diskussion lasse ich mich auch gar nicht ein. Deshalb, und gerade weil die auch noch in Top-Clubs spielen, denen gönne ich alles. Also, wenn Danilo jetzt angucke oder so, Danilo würde ich auch gönnen, dass er 20 im Schnitt macht und er der beste Deutsche ist. Also deshalb, wie gesagt, das spornt mich überhaupt kein bisschen an. Ich will, wie gesagt, die Euroleague gewinnen. Ich will ja in meiner Karriere vorangehen und wenn ich dann der beste Deutsche im Ausland bin oder wenn einige sagen, dass ich der beste Deutsche im nicht amerikanischen Ausland bin, dann ist das so und wenn nicht, dann ist auch gut. Also das und da wird es auch immer tausend verschiedene Meinungen geben. Das ist genauso wie die ganzen Diskussionen über NBA-Spieler, wer jetzt nun der Wer der Beste aller Goat Zeiten ist. ist. Das ist da. Also wenn dieses Thema am Tisch irgendwo aufkommt, dann stehe ich direkt auf. Gehen. Dann gehe ich direkt. Und das ist auch das, was mich manchmal in der Kabine so nervt, wenn so eine Diskussion aufkommt da. Das ist, weil es ist einfach so unseriös, weil es ist, aber wie gesagt, das ist, Ja, es sind halt ich keine festen Parameter, an denen das abmessen eben, kann, oder? also, ja. Ja, das ist die Also. Meinung. Aber über sowas diskutiert ihr schon auch in der Kabine, über die Ja. NBA, auch über die Euroleague auch und so. Ja, also natürlich unterhalte ich natürlich schon ein bisschen darüber. Ich interessiere mich auch für andere Sportarten und suche mir dann meine Leute, die sich für andere Sportarten interessieren. Also ich hab einen, mit dem rede ich über Biathlon, ich habe einen, mit dem rede ich über Football und ich habe einen, mit dem rede ich über Bitcoin. Also ich hab meine Leute, wenn ich andere Themen brauche als Basketball. Aber da bist du schon auch der Typ dafür. Also ich meine, man merkt ja jetzt auch im Gespräch, dass du halt nicht dieser PlayStation-Profi bist, der nur zum Training und zum Spiel die Halle verlässt, sondern dass du auch versuchst, dein Bewusstsein auch so oder deine Herangehensweise auch ans Leben ein bisschen zu erweitern. Ja, das auf jeden Fall. Das kommt, glaube ich, auch, wenn du eine Familie hast, kommt das noch ein bisschen anders raus. Und für mich ist halt, ich bin halt vielseitig interessiert und ich gucke jetzt, also wenn jetzt am Wochenende, sagen wir mal, es kommt Basketball und, keine Ahnung, Biathlon-WM, dann gucke ich halt auch mal Biathlon-WM. Und dann gucke ich halt nicht das 150. Basketballspiel, sondern dann gucke ich halt Biathlon-WM. Ich weiß noch, ich war auf dem Zimmer mit Konsti Klein und da haben wir Wochenende, wenn wir Wochenende Auswärtsspiel hatten mit Frankfurt, habe ich immer Wintersport geguckt und er hat einen Mittagsschlaf gemacht, weil ich da noch keinen Mittagsschlaf gemacht habe. Und da habe ich immer gesagt, was machst du denn hier? Was guckst du dir denn an? Und ja, da gab es auch einige legendäre Diskussionen, welchen Sport Konsti jetzt auch machen könnte von denen, die dort im Wintersportprogramm zu sehen waren. Aber wie gesagt, ich bin halt vielseitig interessiert und an allen Sportarten eigentlich oder an vielen. Und das muss jetzt nicht immer nur Basketball sein. Was wärst du geworden, wenn du kein Profi-Basketballer geworden wärst? Oder was machst du nach der Karriere? Gibt es da schon Pläne? Interessierst du dich für einen Bereich besonders? Also, ich weiß es nicht, was ich geworden wäre. Ich war vielseitig interessiert an allen möglichen Sachen, naturwissenschaftlich und sowas.
Ist eine schwierige Frage, weil was ich machen werde, ich werde erstmal irgendwie ein bisschen mein Leben genießen, zumindest. Und dann mal gucken, was sich dann ergibt. Also ich bin ja in der glücklichen Situation, dass ich dann nicht direkt irgendwas machen muss, sondern ich kann mir dann ein bisschen Zeit lassen, um zu gucken, was ich gerne machen möchte. Was auf jeden Fall Priorität hat, ist, dass meine Frau dann auch erstmal dran ist, mit sich zu verwirklichen. Die hat jetzt die ganze Zeit zurückgesteckt und die wird dann wahrscheinlich erstmal ran dürfen. Und ja, mal gucken. Also wie gesagt, es gibt noch keine festen Überlegungen, aber irgendwas werde ich schon finden, was mich interessiert. Richtung Basketball oder ganz abseits vom Basketball? Mal schauen. Also wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Trainer zu werden, weil du dann wieder in diesem Trott bist, Wochenende weg, Auswärtsfahrten, so eine Geschichten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, obwohl ich es eigentlich einen ganz spannenden Beruf finde. Und du, glaube ich, auch das Verständnis dafür hättest, so das Ja, Basketballverständnis dafür hättest. ich glaube, es würde ganz, ganz okay passen, aber ich sehe mich da noch nicht so richtig drin. Aber es kann auch sein, dass wenn jetzt 2, 3 Jahre nach meiner Karriere, dass ich dann sage, hey, ich vermisse es so sehr, dass ich wieder zurück will. Aber wie gesagt, das ist noch nicht spruchreif. Aber ich könnte mir auch irgendwas anderes im Basketball vorstellen, irgendwas mehr in der wirtschaftlichen Seite oder so. Also das könnte ich mir alles vorstellen, aber habe ich mich noch nicht genauer mit befasst. Hast ja noch ein paar richtig gute Jahre. Hoffen wir das. Letzte Frage. Wären alle deine Karriereträume in diesem Jahr erfüllt, wenn du erst den Euroleague-Titel holst und dann noch Olympia spielen darfst? Könnte ja dein Jahr werden, 2021. Ja, also würde auf jeden Fall einem guten Jahr schon sehr, sehr nahe kommen. Also das Starke ist Untertreibung. das wäre schon gut, muss man sagen. Also nur noch getoppt von einer Medaille natürlich bei Olympia. Ja. Das wäre noch was ganz anderes. Aber wir wollen ja mal ein bisschen auf dem Boden bleiben und aber das wäre schon sehr, sehr, sehr gut. Also Würdest du nehmen? das würde ich auf jeden Fall nehmen, ja. Wenn es unbedingt sein muss. Super. Joe, herzlichen Dank für deine Zeit. Mega, mega interessante Einblicke in dein Profileben. Und mal wieder einer aus der Kategorie von den reflektierten Basketballprofis, die leider viel zu wenig beleuchtet werden. Danke auf jeden Fall. Joe Vogtmann ist genau der reflektierte Typ gewesen, den ich erwartet hatte. Wahnsinn. Genau deshalb hatte ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hat, bei Real Talk mitzumachen. Er hatte Lust, war am Start und das hat mich natürlich sehr gefreut. Also da geht schon mal ein riesengroßes Danke an Joe für seine Zeit raus und auch an Cheska Moskau, dass die das möglich gemacht haben. In der kommenden Woche werden die Gäste weiterhin spektakulär sein. Also lasst gerne ein Abo da. Und einen Daumen hoch, dann seid ihr weiterhin sehr gut versorgt mit Real Talk. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.